So, da bin ich bei einer weiteren, na, okay, bei einem weiteren Minecraft-Projekt. Und zwar heißt dieses Projekt hier Sky Island. Das ist so eine Survival-Map, würde ich sagen, mit verschiedenen Aufgaben. Man sieht hier so eine Insel und ja, hier sieht man, dass es hier sehr steil runtergeht. Ja, ins Nichts nämlich. Und ja, ich habe gejoint und habe dann diese Fackel bekommen hier. Die Fackel, ja. Und ja, wie gesagt, ihr seht hier einfach so eine Insel, die heißt Sky Island. Das ist von einem gemacht worden, ja. Und was gibt's sonst sagen? Genau, dann es hat hier auch verschiedene Aufgaben. Die kann ich kurz vorlesen, habe ich vorbereitet. Also die Aufgabe sind Insel erweitern. Insel mit Rasen bedecken, also dazu ist dieser Block sehr wichtig. Wenn wir den abbauen, dann sind wir ja, haben wir eigentlich keine Chance mehr. Dann, warte, ich habe den Editor offen. Dann Insel mit Rasen bedecken eben, dann ein Haus bauen, Farmen bauen, Weizenmelone, Kürbisse, Pilze, Kakteen, Zuckerrohr, Bäume, Cobblestone und Obsidian. Wie kann man eine Obsidian-Farm bauen? Hä? Okay. Dungeons erobern. Ja, jetzt Dungeons. Cool. Platz für Tiere zum Spawnen lassen. Ein Wolf zähmen. Okay. Alle Metalle und Kohle abbauen. Insel aushöhlen und Wolle in jeder Farbe. Insel aushöhlen. Okay. Dann, also, das waren jetzt die Aufgaben. Und ich denke, wir fangen erstmal so. Nee. Das erste, was ich mache, ist folgendes. Ich baue mich hier kurz runter. Da ist schon direkt Kohle. Nice. Ich mache jetzt das aus dem Grund, um Erde zu bekommen. So, es müsste reichen, damit ich gleich hier das Gras hier, damit sich das gleich ausbreiten kann. So, das geht dann darüber, dann kann das darum und so weiter. Sehr gut. Ich spiele auf einfach erstmal. Ja, erstmal auf einfach. Genau, jetzt würde ich vorschlagen, dass ich mal den Baum fälle. Eine Birke ist das. Also bauen wir vorwiegend mit Birke. So, zack. Und hoffentlich bekommen wir einen Sapling raus. Boah, weil es wäre sonst nicht so toll, wenn wir keinen Sapling rausbekommen. Oh, eine Kiste. Cool, nice. Kies, noch mehr Erde, cool. Sand, noch eine Fackel und Kies. Cool, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe sie mir einmal ganz kurz angeschaut. Kiste! Ah, ein Sapling. Oh. Okay, unser weiterer Baum ist also gerettet. Gut, ja toll, das fängt ja auch schon wieder gut an. Dann würde ich sagen, dass ich mir erstmal die hier diese Standardausrüstung mache. Jetzt Sticks. Und eine Workbench. Die mache ich einfach mal hier unten hin, weil ja, ich denke, dass ich vorwiegend meine Basis erstmal unterirdisch machen werde. Weil ja nachts auch Zombies spawnen und so. Dann mache ich na komm, so eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Baue mir erstmal ein bisschen Stein ab. Ich höre schon ein Skelett. Na toll, hier ist schon gleich ein Dungeon, Alter. Sehr geil. Cool. Ist schon direkt ein Dungeon neben uns, also. Oh Gott. Boah, ich hab so Schiss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also gut. Wenn da der Dungeon ist, würde ich vorschlagen, dass ich meine Insel. Ja. Ich guck mal, ob hier noch. Ja, das ist noch ein Zeppelin. Zack, kommt wieder hin. Meine Nase juckt so. Ja. Dann mach ich den anderen Sapling einfach mal hier hin, so. Pam. Wächst der da? Ich hoffe. Den Skelettenspawner. Also, es hört sich an wie ein Skelettenspawner. Den lasse ich dann mal bewusst da, ne? Also, nicht wundern, weil. Für Knochenmehl später. Und Knochen brauchen wir auch für. Den Hund, den wir zähmen müssen, wo ich weiß gar nicht, wo man den Hund finden soll. Ich habe keine Ahnung.
Egal. So, mich so einfach und die Kohle muss weg. Ah, ich habe doch eine Steinspitzhacke. Dann kommt das noch weg. So, und wollte ich hier oben wieder mit Erde zumachen. Und hier eine Fackel anbringen. Jeweils. Und hier wollte ich dann ein Trapdoor machen, aber ich glaube, das reicht vom Holz nicht mehr. Wird schwer. Sand. Trapdoor reicht. Falltür. Bekommt man halt zwei raus, ein Scheiß. Egal, ich brauch die aber. So. Na, scheiße, eine Leiter. Kacke. Nein! Okay, ich muss noch mal kurz raus. Ist gar nicht so einfach, hier auf so eine Insel zu manövrieren. Oh je, mach ich mal so. Irgendwie so. Ja, dann kann man ja dann Draht draufstellen, dann wieder rein. Aua. Und hier kann ich ja so einen hinmachen. Dann komme ich von hier nach da und von hier. Warte, von hier nach da, von hier nach da und dann nach Hause. Gut. Das hätten wir. Und von da aus können keine Viecher rein. Sauber! Geil. Ja, so werden wir die erste Nacht mal survivalen. Jetzt werde ich mir mal die Kohle vorknöpfen. Die nehme ich auch noch mit. Ach stimmt, die geben mir auch EP. Diamanten soll es hier, glaube ich, auch geben. Diamanten! Es wird schon cool werden hier. Okay, hier ist ganz schön viel Kohle eigentlich schon zu Beginn. Zack. Und ich werde die Insel eigentlich recht schön machen. Ich versuch's zumindest. Ob es mir gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Ich möchte dieses Let's Play hier jetzt schon ein bisschen länger fortsetzen, weil es macht mir jetzt schon Spaß irgendwie auf dieser kleinen Insel da. Ja, ist schon geil irgendwie. Okay, es ist halt auch das Problem, dass hier sehr wenig Platz ist, aber ich glaube, das geht noch ein bisschen tiefer. Ich habe es mir jetzt nicht im Creative Mode angeschaut. Aber es geht, denke ich, schon ein bisschen tiefer runter. Okay, hier haben wir Kohle, Pflasterstein. Haben wir 6 Pflasterstein. Mache ich mal hier so und gehe noch ein bisschen weiter runter. Oh Gott, oh Gott. Nein, verpisst euch. Ich habe noch kein Schwert. Ich bin aufgeschmissen. Ich mache mir erstmal ein Schwert. So. Von was sollen wir uns eigentlich ernähren? Können uns ja nicht nur von Zombiefleisch ernähren. Keine Ahnung. Fackeln. Da haben wir schon mal 20 wenigstens. Bam. Dann mach ich habe ja eine Kiste, genau. Die mache ich jetzt einfach mal. Zack. Können wir auch nicht rausrennen, aus Versehen. Oh! Dann mache ich mir die Kohle rein. Zack, 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 zack. Und die ganzen Sachen, die ich nicht brauche, tue ich da rein. Dann gehe ich mal auf die Jagd. Nein. Wahrscheinlich hat der Anschluss zu diesem. Vielleicht soll ich erstmal den Skelettenspawner versuchen auszuschalten. Oder was meint ihr? Ich kann mich ja schlecht fragen. Ach, das ist das Dach von einem Skelettenspawner. Das macht die Sache noch etwas schwieriger, wie ich finde. Würde ich vorschlagen, dass ich die Kiste noch mal umbuxiere. Zack, 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 alles wieder rein, weil ich möchte jetzt nicht zerstören. Die Hälfte der Items fliegen raus. Das möchte ich ungern. So, ich hoffe, die Kiste bleibt bei mir. Wir hoffen's. Ja. Oh. Glück gehabt. Und dann mache ich die Kiste einfach mal. Ich glaube, die Skelette können uns da gar nicht sehen. Da rein alles so.
Pam pam, weg mit dem ganzen Scheißdreck. Mal die Hälfte, so. Okay, erstmal die Spawner hier ausschalten. Gut. Mach ich mal hier ein Loch rein. Oh Gott. Okay. Dungeons erkunden wie noch nie. Können wir da rausfallen? Ja. Das mag ich äußerst ungern. So. Okay, hier ist ein Skelett. Zack. Und zack. Gut. Dann sind wir hier schon mal safe. Ich meine hier nochmal ein paar mehr verbinden. WTF, was ist da alles drin? Ach du Scheiße. Meine Güte. Meine Fresse. Ach, guck mal, da ist noch Eichensetzling. Da können wir uns auch noch ein anderes Zeug machen. Und noch zwei Grasblöcke. Das ist auch nice. Boah. Alter. Da ist ganz schön viel Krempel drin. Okay, wir haben direkt im ersten Part, oder es müsste bestimmt noch der erste Part sein, direkt schon einen Dungeon erobert. Ich weiß nicht, ich glaube aber, das war der, es war der einzigste Dungeon. Jetzt kann ich ja hier den Skelett so ein bisschen nicht, jawohl, sauber. Das ist nice. Tja, ha, du siehst mich nicht, ich schieß deine Beine ab. Oh oh, Lava hat's auch. Wie ich gerade gehört habe, weil gerade ein Skelett krepiert ist. Oh, ist das spannend. Oh Gott! Ich soll es nicht auf die spannende Tour machen. Alles klar. Hier so ein bisschen. 10, 9, 8, 7. Und ich will nur fackeln, so. Hier für die, die es nicht wissen, man kann hier. Oh Gott, man sieht hier. Ah, ich wollte gerade auf dem Bildschirm zeigen. Ich glaube, jetzt so ein Spinnspawner. Ja. Man sieht hier Forest, zweitletzte Zeile auf der linken Seite, Forest BL Doppelpunkt 13. Wenn dieser Wert, man sieht, der verändert sich hier. Wenn dieser Wert unter 7 fällt, dann können Monster spawnen. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen. Okay. Oh Gott. Ah. Hilfe! Lava! Okay. Boah, jetzt irgendwo ein Skelettenspawn, das weiß ich ganz genau. Jo, da ist er. Oh Gott. Nee, wisst ihr was? Ich gehe mal hier wieder raus. Ich bin schon mal Gott froh, dass ich hier diesen Dungeon erobert habe. Und wir sehen, es wird Nacht draußen. Und können wir uns eigentlich ein Bett machen? Nope. Scheiße. Kiste ist ja jetzt da. Wir haben Grasblöcke, sehr wichtig. Erde, so viel. Eichensetzling, sehr wichtig. Brot, Nahrung, klar, ist wichtig. Diamanthacke. Aha, Zuckerrohr, Schleimbälle. Knochen, Pfeile, Truhen, Lapis. Stimmt, da steht ja auch, warte, ich kann es mal vorlesen. Warte. Wolle in jeder Farbe sollen wir haben. Dazu brauche ich too many Items, denn ich weiß nicht alle Farben auswendig. Und es wird doch ganz schön spannend mit der Wolle, weil ich habe null Plan, was es alles für Farben gibt und wie man die macht. Ich weiß irgendwie nur mit Knochenmehl kann man viel machen, mit Tintensack oder sowas kann man glaube ich viel matt machen. Okay, ich brauche ein bisschen Holz noch. Boah, ist mir fast runtergefallen. Ach scheiße, wir haben gar kein Holz mehr. Oh gut, gut. Wir müssen da raus, Freunde. Wir müssen da raus. Boah, ein Creeper. Oh, wenn da jetzt ein Creeper draußen ist. Das ist mir das noch zu heiß. Ich esse. Soll ich essen? Ja, komm. Mahlzeit. So. Nehme ich eigentlich den Mond an. Der Mond müsste doch da an sein. Boah, ich hab auf Tinny. Eigentlich ist es scheißegal, ob man auf Extreme spielt oder nicht, weil wir haben ja eh nur eine Insel. Von dem her reicht auch Tinny. Oder Tiny.
wie die Perfektionisten. Wolken kommen wir anmachen. Mond, Details. Rain, Snow, Stars, On. Oh, schön. Sun, Moon, On, bitte. Mein Gott. Ach stimmt, ich habe eine Aufnahme Hunger Games gemacht und da hat's gelaggt. Soll ich rausgehen? Warte, hab ich nur. Boah, 4 Eisenbarren habe ich dabei. Hohoho, ganz schön wertvolles Zeug hier, was ich hier dabei habe. Eine Lederkappe. Und die zieh ich mal an. Na, dann da tue ich mir das rein, die Steinschaufel und das da. Ja, gut, das reicht. Keine Monster? Ist mir recht, ne? Ach, guck mal, da ist schon ein Baum gewachsen. Das ist mir recht, durchaus. Klar, wenn keine Monster hier sind, ist das mir mehr als recht. Und man sieht, es können Monster spawnen. Wir haben BL0. Das ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass Monster spawnen. So, und das da, das breitet sich hier null aus. Also ein Scheißdreck. Dann haben wir hier Wasser. Ich soll ja auch eine Cobblestone-Farm machen. Das wird auch noch spannend, weil ich habe null Plan, wie eine Cobblestone-Farm geht. So. Dann, jetzt habe ich Holz. Oh Gott, ich muss noch die Saplings einsammeln. Und die sind ja auch sehr wichtig. Sapling. Einen will ich immer haben, mindestens. So, schlage ich das mal, damit ich das mal ein bisschen verschnellere. Das dauert jetzt in Millionen von Jahren. Weg mit dem Scheißdreck. So. Kein weiteres Sapling rausgekommen. Das ist doof. Pam. So, der wächst hier ein bisschen langsam, aber was soll's. Wie ist es eigentlich, wenn man, ja, wenn man Blätter von Hand abschlägt, spawnen da mehr Saplings, als wenn man die einfach, wenn die einfach verschwinden halt, weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, wenn die einfach halt verschwinden, wisst ihr das, es würde mich sehr interessieren. Können wir mal in die Kommentare schreiben. Ah, Holz habe ich noch dabei. So, zack. Und ich brauche vermutlich alle Sticks. Also ich möchte mir erstmal nur ein Schwert machen. Hier, ein Eisenschwert. Haha. Und die Fackel müssten reichen.